gelegt hat. Schon Rilke sprach ja in seinen Dionyser Elegien davon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause seien in der gedeuteten Welt. Für die Kunst mag das sicher im Besonderen gelten. Meine Damen und Herren, lassen wir uns also auf diese ungewöhnliche, eindrucksvolle Ausstellung mit ihrer Labilität, ihrer Doppeldeutigkeit und ihren Zwischentönen ein. Möge jeder zu seiner eigenen Erkenntnis kommen. Ich denke aber, Herr Professor Gerler, den ich besonders herzlich begrüße, wird uns dazu noch einiges Wachmachendes sagen. Ihnen, Frau Sünner, herzlichen Glückwunsch zu dieser Ausstellung, der Ihnen auch viel Erfolg wünsche. Und natürlich habe ich auch noch ein paar Blumen. Oh. Alles Gute. Ich danke für die Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Laura, Betriebsschwester Blumenkind vielleicht heute, liebe Freunde, liebe Künstler, ich werde in zwei bis drei Schritten versuchen, Ihnen meinen Standpunkt oder meine Deutung dieser wunderbaren Arbeiten von Laura näher zu bringen. Ein Teil, der vielleicht etwas komplexer ist, aber das finde ich, hat die Arbeit von Laura auch bewiesen, den können Sie dann bei Nachfragen auch gerne käuflich erstehen, dann haben Sie den nämlich gleich in dem Katalog und das hilft dann der Stiftung, der Künstlerin allen und vielleicht, wenn es Ihnen gefällt, auch ein bisschen dem Verständnis. Also das, was ich jetzt einleiten werde, ist sozusagen die Lieferung des Spannhakens, den Sie auch dort sehen, nämlich die Spannung sozusagen zwischen dem Wort, Bild und Sprache. Man muss das Leben immer schon vorher, vor aller Logik und Theorie teilweise begriffen und verstanden haben, denn es kommt darauf an, sich zurechtzufinden, zu orientieren, weil die Dinge nicht das sind, was sie vorgeben zu scheinen. Sie sind mehrschichtig und mehrstimmig. Aus diesem Kanon wird die Fuge, aus dem Kontrapunkt, sozusagen zum Leitthema der Realität, wird der doppelte Kontrapunkt und dies ist Imitatio, Imitation, Nachahmung in der Musik, bei dem Motiv und Leitthema in Variationen auftreten. In dieser Exposition der Stimmen, Exposition als ein sowohl musiktheoretischer wie bildkunstpraktischer Begriff, kann auch Dissonanz entstehen. Die Musik gerät ins Fließende, doppelt kontrapunktisch wird sie, dialektisch also, und entsteht als vermeintliche Wahrheit erst zwischen den Tönen. Die Kunst der Unfuge oder, wie der Volksmund so schön sagt, passt, wackelt und hat Luft. Bezeichnend und für die künstlerische Methode und Strategie der an der Mosel in Winningen geborenen Winzertochter und hier und heute als Betriebsschwester erscheinenden Künstlerin Laura Isünner, ist ihr Metier. Das ist die Kunst der Plastik als universales Element im Sinne der pataphysischen großen Kehre, im weichen und gedämmten Paralleluniversum rückwärts und mit sehr viel Bewusstsein verspätet aus amorphen, chaotischen, fließenden Material in Form und Struktur gebracht. Hierin verbergen sich bereits einige Hinweise zu einer möglichen subjektiven Lesart der hier ausgestellten Kunst, auch als gesamtkunstwerkliche, Führungsthema bezogene Installation und für den Kunstbegriff von Laura. Dafür standen Namen wie Duchamp, die Pataphysik generell, Adorno, ja sogar Beuys könnten wir da heranziehen. Und zwar da könnten Sie der Deutung dann doch helfen, wenn wir uns verirrt haben. Vielleicht gehört sich Verirren ja auch generell zum Prinzip dieser Kunstform, die genau aus der Irritation für uns und für die Kunstkünstlerin selber überhaupt erst das generiert, was wir als Kunstwerk bezeichnen. Und dies auch, weil die hier vor uns ausgestellten Imitationswerkstatt die dritte große gesamt- und themenbezogene Installation in den letzten dreieinhalb Jahren ist. Nach der Protektionsinstallation im Einstellungsraum in Hamburg, der Retrospektion Froh und Frunter, einer sehr pataphysischen Arbeit im Künstlerhaus Berghof 2011, folgt nun die Imitationswerkstatt, quasi Filz in der Trittauer Mühle, die sich bewusst auf den musikalischen Begriff der Imitation beruft und ihren stillen musikalischen Zielpunkt in dem von Ottmar von Poschinger speziell kuratierten kleinen Raum dort hinten links findet.
indem er das alte Instrument der Klarinette, aufgebahrt im Schneewittchensarg, als An- und Einklage gegen den radikalen Verlust von Handwerk, Kunst und Arbeit sehen. Heißt der Ton so still, lautet der Titel dieser Verlustanzeige, denn alles in der Welt verschwindet und stimmt auch nicht, ist also Fuge und Unfuge zugleich. Dies versuche ich noch einmal etwas zu verdeutlichen. Das Eigentliche ist also hier im Verborgenen zu suchen. Es ist eine Fügung von Ding und Welt aus dem Unfug. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Franz Kafka aus dem Gespräch zu einem Leser, wo er einen sehr melancholischen, verspäteten Blick des Künstlers als sozusagen quasi kreativen Akt beschrieben. Es hat eine Zeit gegeben, in der ich durch mich selbst von meinem Leben überzeugt war. Ich erfasse nämlich die Dinge um mich nur in so hinfälligen Vorstellungen, dass ich immer glaube, die Dinge hätten einmal gelebt, jetzt aber seien sie versinken. Immer, lieber Herr, habe ich eine Lust, die Dinge so zu sehen, wie sie sich gehen mögen, ehe sie sich mir zeigen. Sie sind da wohl schön und ruhig. Das ist ein bisschen so, wie die aus der realen Arbeitswelt der ehemaligen Zittauer Mühle nun hier umgearbeitet sind. Stabile vorgestellten sozusagen Eigenstabilität von Ordnung, Ökonomie und eventuell auch Harmonie in Arbeit. Ein weiteres Zitat von Theodor de Adorno: Die Zweideutigkeit aber ist kein Zufall. Deutlichkeit bezeichnet nämlich den Indifferenzpunkt von objektiver Vernunft und Kommunikation. Diese Aussage von Adorno aus dem kleinen Absatz in der Minima Moralia Intention Abbild verweist im Grunde auf eine etwas magische Art und Weise auf eine Deutungsmöglichkeit zu Marcel Duchamp, der seine ästhetische Osmose wie folgt bestimmt hat: Der wahre Kunstkoeffizient ist C, das Objekt oder der kreative Akt gleich A/B, und A und B sind unbestimmt, aber C ist auch unbestimmt. Da bleibt einem nur sozusagen als dadaistische Hilfe ein zen-buddhistisches Koan, höre auf den Ton der einen Hand. Nähert sich der Betrachter den im weichen grauen Schild gearbeiteten Objekten und Werken der Künstlerin Laura Sünner, so muss er mehrfacher Hinsicht irritiert sein. Denn alle in der raumbezogenen Gesamtinstallation eingearbeiteten Dinge, Geräte, Apparate und Instrumente erscheinen merkwürdig bekannt und unbekannt zugleich. Die eigene Wahrnehmung und Erinnerung lässt zunächst Gebilde in einem funktionalisierten Anwendungskontext als Geräte und Instrumente zur Bearbeitung von sichtbarer Materie erscheinen. Das wäre also ein anthropologischer Aspekt, Kultur als Bearbeitung von Natur. Im nächsten Schritt der Wahrnehmung, bei der genaueren Begutachtung, gerät die Wahrnehmung einer physischen und physikalischen Realität ins Schwanken und Wanken, denn die Dinge selbst scheinen nicht mehr zu sein, was sie vorgegeben haben, und wird transformiert in eine psychische und unsichtbare Realität, die parallel zur physikalischen erscheint. Damit eröffnet uns die Künstlerin eine erweiterte Erkenntnis über die Tatsachen-Esoterik der scheinbar objektiv gegebenen Realität. Nicht nur das Zeichen, Gezeichnetes und Gezeichnendes auseinanderfallen, sondern auch die Dinge selbst verweisen auf eine subjektive Sinnlichkeit und Geschichtlichkeit. Das halte ich insofern für ganz fundamental, weil sich daraus nämlich auch ganz pragmatisch ein sehr konsequenter Kunstbegriff ableiten ließe. Es war der sowjetrussische Denker Sergei Tretjakow, der in seinen der Arbeit des Schriftstellers und der Künstler gewidmeten Essays in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine doppeldeutige Lesart zuwies. Zitat: Die Biografie des Dinges hat ein ganz außerordentliches Aufnahmevermögen für die Einbeziehung des menschlichen Materials. Zitat Ende. Damit war nicht nur die subjektive, physische und psychische Aneignung von Material zur Weiter-, Be- und Verarbeitung angesprochen, sondern auch eine Pforte zur Wahrnehmung, die ein oder anderen erinnern sich an das wunderbare Buch von Aldous Huxley, subjektiver Sinnlichkeit und Geschichtlichkeit sogar innerhalb einer materialistischen Geschichtsschreibung, also den klassischen Marxismus, Leninismus geöffnet. Das Beharren auf dem Unsichtbaren und Unmöglichen wurde ein Kriterium gelungener sozialer Kommunikation zwischen Kunstwerk, Künstler und Betrachter, und die scheinbar nur objektiven Kriterien von Wahrnehmung und Beurteilung wurden damit radikal in Frage gestellt. Wieder das reduzierende und leider auch reduzierte Konzept von Aufklärung
konnte künstlerische Reflexion also auch das sein, was einem Tatsachensinn zwischen Realismus und Idealismus sich bewusst entzieht durch geforderte Unbestimmbarkeit. Die Erweiterung dieses Kunstbegriffs wiederum erfordert einen kalten Blick zur Wahrnehmung einer anderen Realität aus einer Sicht, wo sich Kunst und Philosophie verschwistern. In der Kunst wie in der Philosophie geht es darum, sich dem Irrealitätsstatus der Realität zu öffnen. Also nochmal, Zeichen bezeichnet es, bezeichnet es und die Sache selbst in sich selber hat noch einen Verweischarakter über sich selbst hinaus als subjektives Bearbeitungsmaterial für uns. Und zu wissen, dass diese Bejahung oder diese Öffnung eine Bejahung einschließt, die der Bewertung vorausgeht und letztendlich sogar entweicht. Kunst und Philosophie sind Affirmationen, die alles, die Schönheit wie die Grausamkeit und Indifferenz von Welt und Leben der Welt dennoch aufnehmen müssen. Nie geht es darum, für oder gegen etwas zu sein, nie primär. Kunst und Philosophie verbindet damit also die Weigerung, ihren Realitätskontakt durch Wertungen zu neutralisieren. Und diese Weigerung bedarf eines gewissen Mutes. Und es ist genau dieser bewusst gewählte Katastrophismus, eben alles für uns scheinbar stabile ins labile oder unbestimmbare zu treiben, als künstlerische Strategie, der sich in einem Sinnflug in Zwischenräumen und Reichen einer Dynamik überlässt, die auch ins Abenteuerliche, Unbekannte und Unbestimmte führen soll. Denn die Fügung von Ding und Welt aus dem Unfug, dem Ungefügten, als einen Weg ins Innerliche und Real-Utopische zugleich, wird aus diesem Bewusstsein heraus zur künstlerischen Methode und Strategie, der sich selbst als Betriebsschwester im Betrieb und Getriebe der Produktionsmittel bezeichnenden Künstlerin. Im Dazwischensein, Interesse, das wo der Bürgermeister darauf hingewiesen hat, dass ganz viele der Objekte dann doch immer den realen Rückbezug haben zu der Geschichtlichkeit des Ganzen. Also im Dazwischensein Interesse der scheinbar objektiven Geräte, Apparate und Instrumente, wo man sich auch fragen könnte, wie viel Utopismus im Sinne eines Prinzips Hoffnung nun mal an dem Bewusstsein von Arbeit und Handwerk. Andererseits, da muss man nicht mal Marxist sein, auch wie viel Elend hat dann wiederum Arbeit mit diesen Instrumenten parallel zwischen Entfremdung und Ausbeutung auch erzeugt. Also in diesem Dazwischen der Geräte, Apparate und Instrumente schaut sich Laura Günner aber auch parallel in sich selbst um. Und damit erfüllt sie eine der wesentlichen Forderungen der deutschen Romantik auch als Vorstufe von Rebellion und Revolte seit Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge. Die Kunst ist ja nur ein Instrument. Wie kann denn ein Instrument der Zweck sein? Also insofern befinden wir uns auf einer Grenzlinie, einer labilen Brücke, einer labilen Romeo- und Julia-Treppe, in der die Vergangenheit von Arbeit, Mühlen, Malwerk, Handwerk und Kunstpraxis an das erinnern, was wir als Verlust unserer Tage in Extrem verzeichnen und was sicherlich auch seine Konsequenzen hat für Begriffe von Bildung und damit Ökonomisierungsfähigkeit in funktionalen Systemen. Es sind also die Töne und Zwischentöne in den Rissen, Lücken und vielleicht auch Sollbruchstellen, in der nur vermeintlich objektiv bestimmbaren Wirklichkeit, in den Grenzen einer alles funktionalisierenden, einseitig technologisch-ökonomisch gefassten Wirklichkeit, die im Werkgeräusch von Schraube, Mutter und Instrument den Ton in Lauras Imitationswerkstatt erzeugen. Ich zitiere Laura: Sinneswahrnehmung findet allein statt, das Hören im Dunkeln ohne Ablenkung, Akustik ohne Geräusch, materiellos. Das innere Auge sieht Musik. Ich mache optische Musik. Optisch dargestellter Ton in weichem Material. Weit zu hören, Wahl, Variation der Töne, Musik. Schreibt sie als Betriebsschwester und als 40 weiche Mutter im Getriebe. Es ist also die Kunst der Unfuge, bei der die Musik zwischen den Räumen und Tönen entsteht, im kleinen Malwerk, einer Insel der wohlklingenden, doppeldeutigen Inhalte, denn es heißt der Ton so still. Zwischen Romantik, Surrealismus und pataphysischer Wissenschaft imaginärer Lösungen
sind dann mit Adorno nur vage Gedanken, die ich selbst nicht verstehe.